Als Comedian schreibt Max Oswald normalerweise lustige Texte. Sein Debütroman, von hier betrachtet, sieht das scheiße aus, aber eine ernste Geschichte. Es geht um einen 29-Jährigen, der sich selbst umbringen möchte, das aber selbst nicht tun möchte und deswegen einen Auftragsmörder auf sich selbst engagiert. Von hier betrachtet sieht das scheiße aus, ist Max' erster Roman, den er geschrieben hat. Für ihn ein aufregendes Gefühl. Es ist sehr skurril, in Buchläden zu gehen und da zu liegen. Also es ist schon sehr verrückt, das erste richtige Buch so draußen zu haben. Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Und ich habe es immer noch nicht so ganz, es fühlt sich noch nicht so an, als wäre das wirklich passiert und wirklich wahr. Der Roman wirkt etwas autobiografisch. Max selbst ist wie Protagonist Ben im Buch 29 Jahre alt und hat auch in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ich fand einfach diesen Kosmos, der passte perfekt für das Buch, in die Handlung, in die Atmosphäre und so. Und natürlich kann ich besser über den Alltag in eine Wirtschaftsprüfungskanzlei schreiben, als über den Alltag in einem Krankenhaus oder so. Da müsste ich sehr viel recherchieren. Ich kann ja nicht einfach irgendwie sagen, wie halt so Krankenhausschichten zum Beispiel sind, jetzt nur mal so. Und deswegen habe ich das gewählt, weil ich kenne das, ich kann darüber schreiben und es passt gut zum Buch, zur Handlung, zur Figur, zur Atmosphäre. 3 Jahre hat Max gebraucht, um sein Buch fertigzustellen. Eine intensive Zeit. Ich glaube, die erste Hälfte entstand also das reine Schreiben entstand, glaube ich, in 1,5 Jahren und die zweite Hälfte in 1,5 Monaten. Das war dann total, also im Lockdown habe ich dann sehr, sehr viel, also in diesem Halbjahres-Lockdown, habe ich sehr, sehr viel geschrieben, dann noch überarbeitet und so. Und das ist wirklich sehr unregelmäßig. Ich wünschte, ich hätte da einen besseren, normaleren, disziplinierteren Ansatz, wo ich sage, jeden Tag so und so viele Stunden und so. Aber leider ist das sehr chaotisch. Neben dem Schreiben steht Max auch viel auf der Bühne. Zum Beispiel in Stand-up-Comedy-Shows oder als Poetry-Slammer. Ganz grundsätzlich freue ich mich, einfach einen Auftritt zu haben zurzeit, weil bei mir ist es gerade so, ich habe kaum Auftritte, kaum Einnahmen. So, das einzig Gute an meinem Künstler-Dasein ist, mich heiratet man auf jeden Fall mal aus Liebe. Das ist lustig, dass irgendwie das widerspricht sich immer so ein bisschen. Also Literatur und pures Schreiben ist so das eine und das Auftreten ist so das andere. Lustigerweise bedingen sich diese beiden Sachen gegenseitig, weil auf einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung habe ich, ohne es vorher zu wissen natürlich, meine zukünftige Lektorin kennengelernt. Und es war so eine kleine Veranstaltung in München und das war das Krasse, dass die Bühne quasi die Literatur ermöglicht hat, auf eine sehr zufällige, lustige Art und Weise dann am Ende des Tages. Max möchte weiter schreiben. Bücher, aber auch ein Comedy-Solo-Programm, mit dem er dann in Zukunft auf Tour gehen kann.